Alles in allem haben wir damit heute einen ganz großen Maßnahmenkatalog, wie ich finde, verabredet. Ich sage allerdings, die Lage ist hochdramatisch. Und es wird jetzt sehr darauf ankommen, dass schnell gehandelt wird, dass konsequent gehandelt wird, dass besser kontrolliert wird. Und dann wird man beobachten müssen, ob wir die Dynamik damit stoppen oder zumindest reduzieren können. Wir haben immer gesagt, wir wollen unser Gesundheitssystem nicht überfordern. Wir wissen, dass wir das heute nicht flächendeckend einhalten können. Glücklicherweise haben wir noch an vielen Stellen Kapazitäten. Aber es ist wirklich absolute Zeit zum Handeln. Wir werden, um durch den Winter zu kommen, einschneidende Maßnahmen sehen, die es bisher nicht gegeben hat. Ich will das noch mal in Erinnerung rufen. Wir werden an den Arbeitsplätzen die 3G-Regelung umsetzen, weil angesichts der Tatsache, dass so viele sich haben impfen lassen und dass für alle die Möglichkeit besteht, sich impfen zu lassen, dass auch jetzt die konkret mögliche und richtige Maßnahme zum Schutz aller Bürgerinnen und Bürger ist.